Harte Nacht gehabt. Nicht schlimmer als andere. Bist du ganz verspannt? Lass mal locker. Und nichts Besonderes passiert. Deine Station hat angerufen und gefragt, wo du bist. Das konnte ich ihnen leider auch nicht sagen. Und dein Telefon war ja auch abgedreht. Du willst doch gar nicht wissen, wo ich war. Wer war es diesmal? War es wieder dieser Mark? Oder war es dieser Oberarzt von der Station 6, hm? Also, hör auf, wie oft habe ich versucht, mit dir zu reden? Reden? Was soll denn das noch ändern? Ich krieg keinen mehr hoch. Auch kein Problem. Dann geht meine Frau eben einfach zu einem anderen. Merkst du eigentlich, dass du gerade alles kaputt machst? Nein, was soll ich denn noch kaputt machen? Wenn du das nicht weißt, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Er geht doch wie ein Gorilla, ja? Er ist so verschwitzt und nach der Arbeit, da trägt er mich wie King Kong ins Bett. Ich sag dir, einmal Moslem, immer Moslem. Die Eltern sprechen dann halt nicht mehr mit dir. Er ist allerdings beschnitten, ja, und mit der Frau, das ist wie mit der Oma. Wenn sie nicht mehr da ist, vermisst man sie. Perfekt für eng anliegende Kleidung. Hier sehen Sie den Body unserer neuen Kollektion. Wie Sie sehen, verfügt er über eine satinierte Raffung, die dem Busen Freiheit in der Mitte gewährt, vergleichbar mit dem Bügel eines BHs, worauf wir natürlich verzichten möchten. I ovde možete vidjeti, znači, taj body što sam ja obukla, da se dobro vrlo osjećam. Push-up-Zone? Der Chris von früher hätte sich abgelacht über diesen Scheiß hier. Diese Vorhänge, diese Sitzgruppe, diese Törtchen überall. Aber ich wünsche dir viel Glück. Wirklich. Ich freue mich für dich. Wirklich. Ich bin total überfordert. Ich kann oft nicht aufstehen, ich kann kein Frühstück machen, die Kinder kommen zu spät. Ich bin wirklich keine gute Mutter, glauben Sie mir. Und wieso glauben Sie das? Ich verliere die Geduld, ich schreie herum, ich beschimpfe sie und dann... Ich möchte jetzt aber da nicht weiter drüber reden, ja? Das ist mir sehr unangenehm. Das ist ein Zeichen der Hilflosigkeit. Wenn Sie sich das eingestehen, bevor sie ungeduldig werden. Da passiert automatisch etwas. Die Kinder sind genauso wie ein Scheißvater, dumm, faul, lügen herum. Ich möchte endlich mein Leben zurück. Also, was ich Ihnen schon mal sagen kann. Sie sind wahrscheinlich ein Frühlingstyp. Ihnen empfehle ich helle, sanfte Farben wie cremeweiß und beige, sonnige Gelbtöne wie Maisgelb oder Honey, leuchtende Rottöne wie Paprika, Zinnoberrot, Koralle und Tomate, frisches Lachsrosa, Orange und zartes Aprikos, softes Veilchenblau, Aqua, Türkis, Grasgrün, Lindgrün, Goldbraun und Schokoladenbraun. Sind Sie verheiratet? You're Lona's mom, right? I saw you at church the other day. Oh, hi. Hi. I'm Josie. I'm Rachel, Kimberly's mom. Good to see you. Hi. How do you like our church? Oh, it's been such a pleasure. We're new here in town and the whole congregation has just been so warm and welcoming. Yeah, the Lord will always guide you to where you want it, love. Yes, I agree. The Lord has a plan for all of us.